Bulk Resize ist ein einfaches und effizientes Webtool, um viele Fotos mit einem Schritt zu verkleinern. Vorteil ist, ich muss nichts installieren und vor allem wird das lokal im Browser gemacht, das heißt, die Bilder werden dabei nicht auf einen Server geladen. Ich habe hier einen Ordner mit Bildern, die sind alle so um 2400 Pixel breit oder auch hoch, sind quadratisch und die ziehe ich jetzt einfach in dieses Feld hinein und gelange automatisch zu diesen Einstellungen. Ich kann einerseits die Bilder prozentual verkleinern, also in diesem Fall 50%. Was ich meist brauche, ist allerdings langes Zeit. Also egal, ob ich ein hoch- oder querformatiges Bild habe, es wird einfach maximal 800 Pixel in der Höhe oder in der Breite. Ich kann aber das auch nur auf die Breite oder die Höhe eingrenzen. Das ist manchmal bei Galerien wichtig, wenn ich will, dass die Bilder in den entsprechenden Platzhalter hineinpassen. Und ich kann auch die exakten Dimensionen für Länge und Breite schon mal eingeben. Die letzte Option ist das Wasserzeichen, das man als Bild hochladen und überlagern kann. Das kann also ein Logo sein oder deine Copyright-Angaben. Hier hätte es auch noch die Pro-Einstellungen. Da kannst du die Ausgabequalität wählen, also wie stark wird das Bild komprimiert, allenfalls auch noch eine Hintergrundfarbe, wenn das Bild durchsichtige Bereiche enthält, und es hat auch noch das Bildformat. JPEG ist sicher das am weitesten verbreitete, PNG ist qualitativ halt sehr gut, braucht aber viel Platz, und WebP, das ist leider noch nicht so verbreitet, lohnt sich eher nicht. Ja, ich gehe wieder auf Basic, wähle also langes Zeit und Start Resize, und du siehst, es ist etwa auf einen Zehntel geschrumpft und landet im Downloads-Ordner. Den öffne ich jetzt gleich. Du siehst, es ist eine ZIP-Datei. Mit einem Doppelklick wird sie auf meinem Mac entpackt. Und wenn ich da in die Dateiinformationen gehe, so siehst du, sind all diese Bilder jetzt 800x800 Pixel. Also sehr ein einfaches und wirkungsvolles Tool.